really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Yo Leute, was geht? Mein Name ist Jordan und heute mit meiner Prediction zum Eastern Conference Final zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics. Und jetzt, ab ins Video. Während die Heat deutlich entspannter in insgesamt nur 9 Spielen in die Conference Finals gekommen sind, mussten die Männer in Grün in der letzten Serie über die vollen 7 Spiele gehen, um den amtierenden Meister auszustechen. Die Playoff-Minuten der Starter lassen erahnen, dass die Miami Heat weniger Probleme mit einer längeren Serie haben dürften. Bam Adebayo und Jimmy Butler spielten mit 318 Minuten nur unwesentlich mehr als Daniel Theis mit 304. Die Top 4 von Boston knackt jedoch die 400-Minuten-Marke deutlich. Ihr Star Jason Tatum spielte bereits 433 Minuten. Zu Beginn werde ich auf die Key-Matchups in dieser besonderen Serie eingehen. Wieso besonders, fragt ihr euch? Weil es das erste Conference-Final ist, das ohne First- oder Second-Seed auskommt. Beide wurden von diesen Teams in den Semifinals aus den Playoffs geworfen und das nicht unverdient. Matchups to watch. Das erste Matchup to watch ist Jimmy Butler gegen Jason Tatum. Ein Knackpunkt in dieser Serie wird das Duell zwischen den beiden größten Stars des jeweiligen Teams sein. Die beiden werden sich vermutlich trotz gleicher Position in der Serie nicht gegenseitig verteidigen die meiste Zeit. Die Heat werden den Youngster mit Crowder, Iggy und Bam verteidigen, während die Celtics vermutlich Brown und Smart auf Jimmy Buckets ansetzen werden. Die beiden werden eine große offensive Last ihres Teams tragen und somit wird es eins der Key-Matchups in dieser hoffentlich spannenden Serie werden. Miamis Dreier gegen Bostons Länge und Athletik. Hierbei geht es mir besonders um Tyler Hero und Duncan Robinson, die in der Serie viel Energie brauchen werden, um Open Looks zu bekommen, wenn sie von Brown und Smart in der Defense gejagt werden. Es bleibt abzuwarten, ob die First- bzw. Second-Year-Shooter in den größten Spielen ihrer bisherigen Karriere damit umgehen können. Jedoch mache ich mir darum ehrlich gesagt keine Sorgen. Besonders Hero hat mich die ganze Saison und auch gegen die Bucks hundertprozentig davon überzeugt, dass er keinen Druck kennt und auch auf der größten Bühne und in den größten Momenten aufleuchten kann. Walker gegen Dragic. Zu Beginn direkt, keiner kann hier jeweils den anderen gut genug verteidigen. Walker wird vermutlich Crowder verteidigen, wenn dieser weiter als Spot-Up-Shooter agiert, wie das gegen die Bucks der Fall war. Man muss abwarten, ob Walker aus seiner negativen Serie wieder rauskommt. In den letzten 4 Spielen gegen die Raptors hat er 15 oder weniger Punkte gescored. Um in der Serie weiterzukommen, muss von ihm deutlich mehr kommen. Vor allem dann, wenn Dragic weiterhin so aufblüht wie in der Serie gegen die Bucks. In den beiden Spielen, die er in der Regular Season gegen Boston gespielt hat, hat er 45 Punkte mit 26 Würfen erzielt. Und hier in den Playoffs dürfte seine Usage noch weiter ansteigen. Wer dieses Duell für sich entscheidet, hilft seinem Team enorm, bei dem Ziel in die Finals einzuziehen. Bam gegen die Celtics Center. Die meisten von euch werden darauf gewartet haben. Ich glaube, dass Theis nicht so schlecht gegen Bam aussehen wird, doch könnte dieser relativ schnell in Foul Trouble geraten. Und nach ihm wird es dann sehr dünn für Boston. Wer soll ihn auf der 5 verteidigen, wenn der Deutsche auf der Bank sitzt? Kanter wird gegen ihn mit seinen Problemen der Defense vermutlich wieder unspielbar sein, genauso wie in der Serie gegen die Kanadier. Und dann liegt es am Rookie Center, Robert Williams Bam zu verteidigen. Dies wird für mich vermutlich auch das Schlüsselmatchup in dieser Serie sein. Boston muss sich überlegen, wie sie Bam in den Griff kriegen wollen, auch wenn Theis auf der Bank sitzt. Jetzt möchte ich noch einmal darauf eingehen, welche Vorteile das jeweilige Team hat und was dafür spricht, dass sie den Osten in den Finals repräsentieren werden. Ein Vorteil der Heat ist es, dass jeder von ihnen heiß laufen kann. In den ersten beiden Runden der Playoffs hatten sie schon 4 verschiedene Topscorer. Somit wird es für Boston schwer, alle zu verteidigen, weil jeder von ihnen ein Breakout-Game haben kann. Egal ob Dragic, Robinson, Butler, Bam oder sonst wer im Roster. Wie schon angesprochen, wird Adebayo hier ein Schlüsselspieler sein. Auch mit starken Leistungen von Theis wird der Vorteil im Frontcourt bei den Miami Heat liegen, wie vorher im Matchup to Watch bereits erwähnt. Das Wichtigste für die Heat wird wohl sein, dass der Dreier fällt. Mit 37,9% in der Regular Season sind sie auf Platz 2 und in den Playoffs haben sie das nochmal gesteigert. Im Gegenzug dazu sind die Celtics in den Playoffs das Team, das die Dreier am besten verteidigt und lassen nur 30,5% zu. Gerade ist Game 1 zu Ende gegangen, als ich das Skript schreibe, und die Heat haben herausragende 44,4% getroffen und das in einem knappen Sieg. Wenn die Dreierquote ein bisschen schlechter gewesen wäre, hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Also wird das der Knackpunkt werden. Vorteile Boston. Und jetzt zu den Vorteilen des Third Seed. Gordon Hayward wird zurückkommen. Wie wir bereits gesehen haben, nicht in Game 1, aber laut Brad Stevens wird er irgendwann in der Serie dazustoßen und gibt Boston somit eine weitere Dimension in der Offense, wenn er mit der Stärke der Regular Season wiederkommt. Und gerade wenn Hayward noch nicht wieder da ist, muss mehr von Walker kommen.
auch defensiv, damit sich der auf dem Papier stärkere Backcourt der Celtics auch auf dem Feld widerspiegelt. Aber vor allem offensiv muss Walker endlich liefern. Butler wird mit Tatum und Brown alle Hände voll zu tun haben, Dragic ist nicht mehr als ein durchschnittlicher Verteidiger und auch Robinson hat seine Qualitäten eher auf der anderen Seite des Feldes. Bei aller defensiven Flexibilität der Heat durch Jay Crowder, Andre Iguodala und auch Adebayo muss Walker seine Schnelligkeitsvorteile im direkten Duell mit den Bigs konsequent ausspielen. Auch das Talentlevel in der Spitze, auch ohne Hayward, spricht für Boston. Neben Tatum, der bis jetzt 25,2 Punkte und 10,1 Rebounds in den Playoffs aufgelegt hat, spielt Jaylen Brown ebenfalls eine ordentliche Postseason. Und dann ist auch noch Marcus Smart, der in den gesamten Playoffs geliefert hat, wenn er gebraucht wurde. Und wenn Hayward wieder kommt, würden die durchschnittlichen 38 Minuten von Smart leicht runtergehen. Und das resultiert vielleicht in einer noch höheren Intensität in den gespielten Minuten. Letztendlich können wir gespannt sein, was sich zwei der besten Coaches für diese Serie überlegen. Je nachdem, welches Team die angesprochenen Probleme überwinden kann oder in den angesprochenen Duellen dominiert, wird meiner Meinung nach die Serie für sich entscheiden können. Doch wer gewinnt nun die Serie? Die Heat mit ihrem Mindset und ihrem Ehrgeiz oder Boston mit ihrem Talent im ganzen Roster und ihrer starken Defense? Zwar bin ich persönlich für Miami, da sie sich die ganze Saison immer weiter in mein Herz gespielt haben, trotzdem glaube ich, dass die Serie in 6 Spielen an Boston geht. Aber auch wenn Miami die Serie in 7 für sich entscheidet, wäre ich nicht überrascht. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass die Serie nicht vor Game 6 entschieden wird. Das war's jetzt von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Was tippt ihr für die Serie? Tippt ihr auch auf die Celtics oder doch auf die Miami Heat? Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Und das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal.